Willkommen in der Höhlenzone von Pokepark Wii. Und hier haben wir ein paar Zubats. Und das wird unser erster Freund werden in dieser Höhle. Ja, natürlich spiele ich gerne Fang. Mit solchen Fledermäusen wie euch. Wer ist denn jetzt das Zubat? Achso, der setzt schon Attacken ein, um uns nach hinten zu bashen. Bam! So, das hast du davon. Das ist unglaublich, das ist beide sein. Wir haben sehr viel Spaß, aber das nächste Mal kann ich nicht bestimmt. Ja, Zubat. Zubat! Jetzt haben wir wieder einige Bären. Jetzt würde es natürlich für ein Upgrade reichen, aber... habe ich Bock drauf. Nein, irgendwas geht hier aus. Seit die heißen Quellen versiegt ist, lassen sich kaum noch Teilnehmer für meine Spiele hier blicken und ich blase Trübsal, ich erlebe eine Rezension. Das heißt, nun eine Phase konjunkturellen Rückganges. Immerhin noch nicht verstanden. Immer noch nicht verstanden. Die Lage ist ernst. Du hast aber bislang noch nicht viele Freunde gefunden, oder? Es freut mich, dass du teilnehmen möchtest, aber bring noch ein paar mehr Freunde zum Spiel mit, damit es lustiger wird. Mit 50 Freunden darfst du auch du Platten dreschen. Komm, Flemmi. Ach, Glumanda kommt ja auch sicherlich vor. Und Flemmi möchte natürlich kämpfen. Solange es noch ein ganzes Feuer-Pokémon ist. Möchte es das noch ausnutzen und gegen mich gewinnen. Ja, aber hat's leider nicht geschafft. Du bist unfassbar stark. Wollen wir bald wieder spielen? Lass uns Freunde sein. Wie viele Freunde haben wir denn? 43, das war knapp vorbei an 42. Und gut, dann fehlen es dann nur noch 7. Ach komm, Machomai. Wo finden sich die heißen Quelle? Sprudelt sie noch kräftig? Ich habe nur Gutes darüber gehört und freue mich, darin zu baden. Ja, natürlich, eine neue Tonübung, neues Glück. 100 Bären! Jede weitere Teilnahme ist okay, wenn jede weitere Teilnahme kostenlos ist, ist sehr gut. Und dieses Mal auch mit dämlichen Hindernissen. Oh! Mann, ich glaub's nicht. Aha, man ist nicht sofort Game Over, wenn man einmal runterfällt. Oh, und ich hab's geschafft. Irgendwie hat Pikachu rüber geschafft, weil mein Zweiknopf versagt hat. Das ist drauf, bla 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 bla. Machomai ist eingetroffen. Ah ja, aber der bringt uns äußerst wenig. Hey, Kleinstein! Ich hab... Ah, Knocker kommt ja auch vor. Frenzy, Schmauzi! Natürlich Runde verstecken, das lohnt sich ja natürlich sehr gut, da der ein Stein ist. Ah. Da habe ich ihn ja. Und Kisten gehen übrigens während so einem Wettkampf nicht kaputt. Aber ich habe Kleinstein gefunden. Es freut mich, dass du mich unter allen Steinen hier ausfindig machen konntest. Klasse, lass uns Freunde sein. Yay.
muss da hinten hinkommen. Aber das sind viele Kisten, das sieht irgendwie ein bisschen verdächtig aus. Also das sieht nicht so aus, als ob in den Kisten irgendwas Story, irgendwas Wichtiges drin ist. Hallo. Hey du, was suchst du hier? Du kannst dich hier nichts anschleichen. Ich bin nämlich der Wart des Bärenlagers. Wenn ich nicht wäre, dann hätte der Lag so alle Bären hier bereits aufgefuttert. Ach so. Wenn das so ist, dann muss eben Golbat dran. Aber wir haben ziemlich viele verschiedene Pokémon hier. Lorik ist auf der Suche nach einem Kristall mit unschlagbarer Kraft, dem Schimmelsprisma, sofern ich mich recht entsinne. Was hast du noch hier zu suchen? Wie wär's mit einer Runde fangen? Das wird natürlich viel schwieriger als bei der Vorentwicklung. Es gibt hier einfach zu viele von diesen Pokémon. Da sehe ich schon jemanden, der mit uns sprechen möchte. Okay, ich denke mal, der ist einfach zu schnell, das kann man so gut wie vergessen. Der ist zu schnell. Das wird uns euch wahrscheinlich sagen. Nee, doch nicht. Wie gesagt, ich denke mal, ich werde vor Beginn des nächsten Parts erst einmal updaten. Ja, natürlich kämpfe ich gerne. Oh gell, gegen den wirkt unser Donner, unsere Schockattacke nichts. Okay, beide wurden getroffen, ihr halt ein bisschen härter. Ach, vergiss es. Ich wollte ausweichen, doch es hat nichts gebracht. Also ich werde mich zu den nächsten paar Parts und ich werde in den nächsten Parts sicherlich mich offscreen updaten. So, wie viele Freunde haben wir? 46, 4 fehlen noch. Los! Mauzi! Mauzi! Widerspruch. Mauzi! Okay, Ratespiel, weil Mauzi ja nicht sonderlich gut kann. Auf meiner Stirn eine Goldmünze. Reis! Ein Knochen. Ein Löffel hält Kadabra in seiner Hand. Nee, Simsala heißt das Ding. Welches folgende Pokémon hat keinen Schweiß und das Gras aberzählt? So, Mauzi ist jetzt auch unser Freund. Und ich habe da gerade Teddy Ursa gesehen. Hey, Teddy. Teddy Ursa. Ach, der ist schon unser Freund. Scheiße. Will die vielleicht eine Herausforderung? Vor allen Dingen, wieso sind die Namen immer blau? So wirklich voll. Ach, vergesst's doch einfach, ihr Jungs hier. Mobile! Ach, hab ich aber Dickri noch nicht. Dickri! Um diese Zone. Okay, der fordert uns nicht heraus. Ja,
Er sagt, du, mein Magen knurrt ganz heftig. In der Magmazone soll es eine ganz tolle Maschine geben, die aus dem Erdboden so viel Eisenerz zu tragen fördert, wie man nur essen kann. Aber leider ist sie momentan nicht einsatzfähig. Ich habe eine Bitte an dich, wärst du so nett, die Holzkiste aufzubrechen und für mich nach Eisenerz zu suchen? Ja. Manchmal, man kann ja auch Steine essen. Wenigstens haben wir dann einen neuen Freund. Ja. Oh, Eisenerz, das ist aber nett von dir. Es gibt nichts Besseres als Freunde. Ja. Oh, jetzt sind wir sogar sehr gute Freunde. So, wie viele fehlen uns noch? 2. Dann können wir auch schon an diesem tollen Spiel teilnehmen. Du hast mich erwischt. Nun, ich habe in der Tat das Schienenstück herausgebissen. Nun, eigentlich war es der Kiefer an meinem Hinterkopf, nicht ich. Wo das Schienenstück ist, willst du wissen? Besieg mich in einem Wettstreit und ich verrate dir es. Möchtest du Fangen spielen? Ja. Okay, lass uns loslegen. Ach, schau mal, wir können die nicht von vorne fangen. Da hatte ich ja so einen dummen... So ein dummes Ding da, deswegen von der Seite mal. Genau. Du brauchst nicht gleich so ruppig zu sein. Ich sage dir, wenn ich das Schienenstück gegeben habe, Dickdri war so nett, es für mich zu verstecken. Geh zu ihm hin und sprich ihn darauf an, weshalb ich das Schienenstück herausgebissen habe. Willst du wissen? Nun, wenn sich die Lore nicht mehr von der Stelle rührt, kann auch niemand mehr fort von mir. Oder nicht? Oh, möchtest du etwa mein Freund sein? Lass mich einmal überlegen. Wenn du mir versprichst, die Höhlenzone niemals zu vergessen, dann können wir Freunde sein. Hä? Ich habe das herausgebissen und Dickdri gegeben. Gib es Pantimos bitte um. Ja. Ohne niemals zu verlassen, das hatte ich gerade gesagt. Oh Gott, voll die ekelhaften Geräusche, die die da machen. Also denk mal, ich breche nach dem dritten Part heute ab, da ich einfach irgendwie keinen Bock mehr drauf habe. Flinkkiefer hat ja also alles erzählt. Stimmt's? Ja, ich war es, der das Schienenstück versteckt hat. Wo ich es versteckt habe, möchtest du wissen? In einer Holzkiste im Bärenlager, das von Koga bewacht wird. Gib das Schienenstück bitte Pantimos zurück, wenn du es gefunden hast. Es scheint ja auch nur ein einziges Spiel zu geben. Also Zubat hat bisher das widerlichste Geräusch, das muss man ganz ehrlich zugeben. Danke, danke, danke. Wo auch immer ich jetzt hinlaufe. Ah ne, da geht's nicht lang. Nein, ich habe keinen Bock auf diese dämliche Sequenz, die mich unterbricht in meinem Wort. Schatz, Wald- und Wiesenwort, Wandel. Achso, da ist der Knocker. Ja, jo Leute, aber der Part muss leider unterbrochen werden. Also ich werde mich jetzt erstmal ausruhen, weil ich irgendwie nicht mehr so richtig den Bock drauf habe. Oder Bock drauf habe an allgemein, in der Allgemeinheit genommen. Ja Leute, so, bis zum nächsten Mal und ciao.